halte es einfach zu Hause nicht mehr aus, es hält mich nicht mehr, weil ich habe so eine Wut im Bauch, es geht mir genauso wie meinem Vorredner und ich möchte euch einladen, ich gehöre zu einem Netzwerk, wir versuchen die Menschen miteinander zu vernetzen, die ähnlich denken, weil jeder denkt, oh, ich immer mit meinen Theorien und oh nee, mein Arbeitskollege sagt, ich spinne, oh, dann halte ich lieber den Mund. Nein, ich halte nicht mehr meinen Mund, ich gehe... Ich möchte euch einladen, wir gehören zu einem Netzwerk, einem Aufklärungsnetzwerk und wir produzieren KTV, das heißt Medienklagemauer TV. Vielleicht kennt der eine oder andere den Sender schon ja sehr gut. Ich möchte euch einfach einladen, diese Seiten zu benutzen, auch KenFM oder was ihr sonst findet an Aufklärungsmedien. Und wir sind daran interessiert, einfach die Menschen auch persönlich zu vernetzen. Das heißt, dass wir jemanden kennen, den wir erreichen, den wir informieren können. Und wir bitten einfach auch jeden, das nächsten Montag zwei mehr mitzubringen. Also zwei Leute mehr, wenn jeder zwei mehr mitbringt. Und jeden Montag noch zwei mehr. Also das ist einfach unsere Strategie. Wir verteilen auch Informationsmaterial von Hand zu Hand und ich ermutige jeden einfach auch sich zu bekennen. Das braucht erst ein bisschen Mut. Ich weiß, wie schwierig das ist, wenn du vor fünf Leuten stehst und alle schauen dich mit solchen Augen an und erklären dich für verrückt, was du für verrückte Ideen hast. Aber nein, du bist dann der Fünfte, der es sagt und der Nächste sagt, oh ja, das habe ich schon mal gehört. Ach ja, die Medien sagen nicht die Wahrheit. Oh, das ist aber ein Ding. Und je mehr Leute das sagen und sich trauen, ich weiß, es wissen schon mehr Leute, aber sie trauen sich auch noch nicht, es zu sagen. Und dazu fordere ich euch auf, bekennt euch einfach dazu. Und wer noch Informationsmaterial braucht, der kann gerne zu uns kommen. Wir stehen hier hinter der Wand da und wir laden euch herzlich ein, auch mitzumachen und Flugblätter zu drucken, zum Beispiel Bücher zu produzieren und solche Dinge. Ja, Dankeschön. Ja,